Alter, was machst du? Ne, nicht nervös. Okay, cut. Hallo liebe FC-Fans. Wir sind wieder back mit... Moin Moin Cardsharing hier. Ja, mit einer neuen Cardsharing-Aktion. Ein paar Fragen hier am Steuer natürlich ich, weil der gute Kollege hier neben mir hat ja die ein oder anderen Probleme mit seinem Führerschein. Ja, das lassen wir jetzt erstmal. Deswegen. Fangen wir mal an. Von wem hing früher ein Poster an deiner Wand? Ja, ich bin von klein auf Real-Fan und da war auf jeden Fall ein Poster von Ronaldo an meiner Wand und auch Ramos, weil ich auch Ramos. Deswegen bist du Innenverteidiger geworden? Ja, so ungefähr. Ja, meine Wand war eigentlich immer weiß. So ein thematisch. So ein einfaches oder ja. Was? Deine schlimmste Kindheitserinnerung? Boah. Eine schlimme Erinnerung ist auf jeden Fall das letzte Trainingslager, wo ich bei der ganzen Mannschaft singen musste. Da freue ich mich schon auf dich dieses Jahr. Ja, das ist in Ordnung. Boah, meine schlimmste Kindheitserinnerung, ganz wildes Ding. Schlafwandeln bei Gasteltern früher. Wow. Ja, und dann am nächsten Morgen wurde ich dann ausgelacht und konnte gut ins Turnier starten. Erinnerst du dich dran? Ja, also ich weiß ganz genau, es war ganz schlimm. Dein letzter Fehlkauf? Mein letzter Fehlkauf? Also ich muss zugeben, ich bin, egal was ich mir kaufe, sehr, sehr bedacht und ich habe keinen Bock irgendwie Geld auszugeben, wo ich es dann danach bereue. Du bist eher so ein Sparer? Nee, ja. Sparen an der richtigen Stelle, sag ich mal. Ah, okay. Boah, mein Fehlkauf? Nee, ich bin da immer sehr solide. Also ich habe da auch gute Freunde, die mich beraten. Ja, das klappt schon ganz gut. Geld sollte man schon schätzen, ne? Finde ich auch. Wann hast du das letzte Mal gelogen? Heute. Heute, als ich meinte, das Training war nicht anstrengend. Ja. Was für ein Tattoo würdest du deinem Beifahrer stechen und womit? Mein Beifahrer? Ja? Hier würde ich... Jetzt bin ich gespannt. Wow. Das ist schon ein schönes Hotel, ne? Das sind aber auch Fragen hier, ne? Tattoo-Stechen hier. Machen wir nicht. Komm, mach weiter. Tattoos sind eh nichts für mich. Du bist für einen Tag Cheftrainer. Was wäre deine erste Amtshandlung? Boah. Erstmal dir die Haare wieder braun färben. Sonst darfst du nicht mit trainieren. Okay. Nee, keine Ahnung. Ja, sag du mal. Wenn ich jetzt Trainer werden würde, boah, kommt drauf an, ne? Was für eine Mannschaft ich trainiere. Ich würde die aber schon erstmal ein bisschen laufen schicken. So. Also dann mir erstmal das Gelände angucken. Auf jeden Fall jetzt erstmal die Truppe, die drin war. Erstmal ein paar Läufe und paar, gucken zu. Genau so. Was steht immer in deinem Kühlschrank? Absolut nichts. Ich bin ja jetzt in der Wohnung. Also ich muss zugeben, Sojamilch auf jeden Fall. Aber sonst so süßes Mehl. Ja, hey, ruhig da! Tempolimit! Aber sonst... Ja, ich versuche so Süßigkeiten auf jeden Fall zu vermeiden, deswegen. Ja? Ah, die Joghurt lagerst du im Kühlschrank oder was? Nee, Mann. Achso, okay. Ich bin auch gar nicht der Joghurt-Fan oder sowas. Ich glaube, das ist die letzte Frage. Ja, warum bleibst du immer so ruhig auf dem Platz? Das ist zum Beispiel jetzt eine Lüge. Da bin ich jetzt gespannt. Warum ich so ruhig auf dem Platz bleibe? Fang mal an zu lügen. Ich versuche es so gut wie möglich, ne, weil Nervosität auf dem Platz, meiner Meinung nach, klar, ein bisschen, es hilft zur Anspannung, aber Nervosität sollte eigentlich so gut wie ganz ausgeschaltet werden, weil es hemmt dich nur, finde ich. Bei dir? Ja, ich bin... Du bist so ein ruhiger Typ. Ja, das bin ich. Ich geh da mit. Dann, weißt du, ich zeig dem Gegenspieler, dass ich ruhig bin, ne, nicht nervös, Ausstrahlung. Alter, was machst du? Ja. Hallo, ist keine Formel 1 hier. Hey. Waschanlage! Ja, das war's. Super. Gut zu Ende. Liebe FC-Fans, hat Spaß gemacht. Wenn du noch was sagen willst, rein in die Kamera. Nee, ich will nicht lügen. Ja, vielleicht deinen Führerschein, ja. Es wäre gut, wenn ihr alle mal DMs schreiben würdet an Robert, dass er seinen Führerschein durchziehen sollte. Deswegen, wir sind raus. Wir sind raus.